Die einen nennen es Liebe oder Beziehung, die anderen Wahnvorstellung. Entscheiden Sie bitte selbst. Ausrede. Als der Wind die Wiese mähte und den Wildkrautsamen säte, bogen sich verlogen weiche Wogen unterm Wind. Atmeten die grünen Flanken unanständige Gedanken, denen wir nicht folgen sollten. Doch im grünen Labyrinth lag ich wie ein sanfter Schatten in den windzerwühlten Matten, weil nur flachgelegte Halme vor der Sense sicher sind. In der U-Bahn. Ein Seufzer rinnt mir von den Lippen, in meinen Augen schwimmen Seen. Ich möchte noch um Minuten bitten, bevor wir auseinandergehen. Nie fühlte ich aus unbekannten Quellen, verlassen vom Verstand und ohne Sinn, so brünstiges Entgegenschwellen. Dein süßer Atem mäht mich hin. Dein Sein macht mir das Dasein leicht und schwer. Du klappst das Buch zu, schaust mich freundlich an und sagst, bevor du aussteigst nebenher, mach's gut und grüß mal deinen Mann. Überraschung. Wie kommt's, dass du so zärtlich bist? Sonst hast du nie den Hals geküsst. Heut drängst du dich an meinen Leib, als wäre ich ein anderes Weib. Du scheinst nach Jahren neu zu lodern, willst alte Lust zurückerobern. Knurrst hinter mir, voller Entzücken, und wärmst die Beine und den Rücken. Wie doch das Leben spielen kann, Frau hat ja meist nur einen Mann, und leider kennt sie den genau. Also ein Traum, denke ich schlau. Zum Jubeln gibt es keinen Grund. Ich wache auf, es ist der Hund. Ein ganz normaler Arbeitstag. Vordienstantritt. Sichtweise. Sie gelangte zur Einsicht, es fehle die Aussicht und nahm deshalb Rücksicht. Aufgrund ihrer Weitsicht behielt sie die Übersicht und übte Nachsicht. Sie versteckte die Absicht und verstärkte die Aufsicht. Doch mangelnde Umsicht trübte die Durchsicht. So blieb sie der Ansicht, man brauchte nur Vorsicht, dann gäbe es Aussicht. Während des Dienstes. Neu im Büro oder legitimer Harem. Hier, Mädel, das ist Madame Pfau. Die guckt auf alles ganz genau. Sie spricht gerade mit Frau Z, bist du stets fleißig, ist sie nett. Und drückt dich irgendwo der Schuh, empfehle ich dir, sprich mit Frau Q. Einmal pro Woche kommt Frau K., die macht die Endabrechnung klar. Am Nachmittag, wenn ich dann gehe, sitzt hier am Schreibtisch meist Frau T. Wenn ich sie auf der Treppe treff, schwatz ich auch gerne mit Frau F., weil man von ihr präzis erfährt, wer gerade mit wem und wo verkehrt. Bist du genügsam, schlau und schnell, erwirbst du Achtung bei Frau L. Nun kennst du alle. Sei gewiss, dass keine Favoritin ist. So hoffen alle bis zum Schluss und jede tut mehr, als sie muss.